Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es ist normalerweise er, der die kritischen Fragen stellt im Rahmen von Strafuntersuchungen. Der Peter Neukomm, Staatsanwalt und als Stadtrat der Finanzreferent der Stadt Schaffhausen. Im Herbst stellt er sich der Wiederwahl und heute der kritischen Fragen im «Flo gegen Flo», einem Polit-Talk im Schaffhauser Fernsehen. Schön, dass Sie da sind, Herr Neukomm. Sie kommen aus einer Politikerfamilie. Ihren Vater war über 30 Jahre Regierungsrat vom Kanton Schaffhausen. Wie lange halten Sie es aus als Exekutivmitglied? Also sicher nicht so lange, weil wenn ich 30 Jahre aushalte, dann wäre ich weit über das Pensionsalter im Amt. Und ich habe eigentlich nicht vor, länger als bis zur Pensionierung zu arbeiten. Sie haben einen extrem erfolgreichen Vater. Ist es auch manchmal hart, in so Fußstapfen hineinzutreten von so einem Vater, der wahnsinnige Karriere gemacht hat? Ja, es hat Vor- und Nachteile. Natürlich hat man im Prinzip wird man auch verglichen, das ist klar. Da hat es so an sich, vor allem die Generation, die ihn noch erlebt hat. Aber ich bin nach wie vor eigentlich der Meinung, dass er so viele positive Sachen auf die Schiene gebracht hat in seiner Amtszeit und so einen positiven Eindruck hinterlassen hat, dass ich eigentlich eher profitiere, wie dass ich da ein Handicap habe. Und vielleicht streben Sie auch noch ein Regierungsratsmandat irgendwann an. Jetzt geht es aber um den Stadtrat. Genau. Neu nicht mehr mit 50% Pensum, sondern mit 70% Pensum. Welche zusätzlichen Bereiche möchten Sie übernehmen? Das ist schon so, wie Sie es sagen. Vermutlich werden die Halbämter müssen, die jetzigen Halbämter müssen noch eine zusätzliche Sachen übernehmen. Wie viel jedes einzelne jetzige Referat muss zusätzlich übernehmen, wird Gegenstand sein von den Verhandlungen vom neu gewählten Stadtrat nach dem August. Und ich muss sagen, ich bin mit meinem heutigen Referat sehr zufrieden. Ich möchte eigentlich in diesem Referat die Arbeit weiterführen können. Was ich zusätzlich mir noch vorstellen könnte, dem greife ich an dieser Stelle sicher nicht vor, weil, wie gesagt, das ist ein Prozess, wo sich zwischen dem neu gewählten Stadtrat sollte in einer kollegialen Art und Weise dann vonstatten gehen. Und ich will jetzt da nicht präjudizieren, ich will, dass die Verhandlungen relativ offen geführt werden können. Peter Neukomm lässt sich nicht in die Karten blicken. Sie sind ja neben dem Stadtratsmandat auch als Staatsanwalt tätig, genau. Zu 30%. Jetzt hört man immer wieder, die Stadträte haben es extrem streng, die Pensen langen nie und nimmer. Geben Sie ein Staatsanwaltsmandat auf, wenn Sie gewählt würden als Stadtrat zu 70%? Ja, da habe ich eigentlich immer transparent gemacht, von Anfang an, wo ich mich auch in der Partei zur Wiederwahl gestellt habe, bei der Nomination. Für mich ist klar, dass bei einem 70%-Pensum das nicht mehr drin liegt. Ich möchte mich, wenn ich wiedergewählt werde als Stadtrat, dann vollumfänglich für meine Aufgabe hier in der Stadt, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ich habe das Regieren gerne bekommen. Es ist eine spannende Zeit, es ist eine tolle Stadt. Ein Privileg, also eine Stadt dürfen fortstehen. Ich würde mich dann mit vollem Elan können auf diese Aufgabe konzentrieren und würde mit einem weinenden Auge auch und ein bisschen Wehmut dann sicher die Tätigkeit der Strafverfolgung, die ich unterdessen über 20 Jahre ausübe, an den Nagel hängen. Hängt es vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass über 100 Leute in einer Volksmotion fordern, dass das eben nicht mehr möglich sein sollte? Das heisst, das Richteramt auf der einen Seite oder das Justizamt und auf der anderen Seite auch das Exekutiv- oder das Legislativamt zu haben. Dass das machtballig ist, wo einfach nicht sinnvoll ist. Wie stehen Sie da dazu? Mein Entscheid hat keinen Zusammenhang mit der Volksmotion, die hier eingereicht worden ist. Ich denke, das ist ein legitimes Recht von den Motionären, was sie hier verlangen. Sie nehmen hier ein demokratisches Recht wahr. Ich teile denen ihre Meinung nicht, dass das ein Problem ist bezüglich der kommunalen Ebene und der Justiz. Da kann man aber sicher Teil der Meinung sein. Ich persönlich habe in meiner Zeit als Strafverfolger nie eine kritische Schnittstelle mit meiner kommunalen Aktivität, also für die Stadt Schaffhausen. Im Übrigen muss man auch sagen, es würde mich auch nicht betreffen, wenn die Volksmotion angenommen wird, weil die Ziele ganz klar auf Richterinnen und Richter, auf richterliche Behörden und die Staatsanwaltschaft ist seit 2 Jahren, seit der eigenen Strafprozessordnung, keine
richterliche Behörde mehr. Wir sind eine reine Verwaltungsbehörde. Das heisst, wir haben unsere richterlichen Funktionen, die wir vor allem im Zwangsmassnahmenbereich hatten, also Inhaftierungen vor allem natürlich, Haftverfügungen, haben wir müssen abgeben als Zwangsmassnahmengericht am Kantonsgericht und wir können nur noch Antrag stellen. Also wir haben in dem Sinn, sind wir gar nicht betroffen von dieser Volksmotion. Wäre ich nicht betroffen, wenn ich jetzt wieder länger auch noch wieder Staatsanwalt bleiben. Aber Aktivitäten von Personen, die jetzt nicht nur in der Stadt tätig sind, sondern auch politisch, geben immer wieder zu reden. Zuletzt war es der CVP-Politiker Patrick Bortmann. Er hat das Trottoir vor dem Kantonsspital mit roter Farbe verschmiert, zum Protestieren gegen Sparmaßnahmen der Regierung. Haben Sie als oberster Personalchef der Stadt Ihrem Mitarbeiter da gehörig die Meinung gesagt? Nein, habe ich nicht. Man muss trennen zwischen der beruflichen Stellung, die jemand hat, und seinem Privatleben. Wenn jemand im Privatleben seine demokratischen Rechte wahrnimmt, im Rahmen von einem Protest, ohne dass er ihm jemandem einen Schaden zufügt. Oder? Die Frage ist, ein Schaden entstanden? Gut, die Stadt hätte da müssen putzen. Ist ein Schaden entstanden? Ich weiss nichts davon, dass jemand zu Schaden gekommen wäre, weder die Stadt noch die Private. Und solange ich keine Kenntnis habe davon, dass ein Schaden entstanden ist, habe ich keinen Grund, in städtischen Angestellten, die ihre demokratischen Rechte wahrnehmen, hier reinzureden, weil die haben nicht weniger Rechte wie andere Privatpersonen auch. Sie sagen also, Verschmieren von öffentlichem Gut ist ein demokratisches Recht. Oder hat nicht gerade ein Stadtangestellter höheren, auch moralischen Anspruch, gerecht zu werden, wie jetzt ein normaler Angestellter von einem Privatunternehmen? Ich bin der Meinung, dass jeder, auch öffentlich Angestellte, die genau gleichen demokratischen Rechte hat wie ein privater Angestellter. Wir können die nicht einschränken und wollen die auch nicht einschränken. Und solange sich die Wahrnehmung der demokratischen Rechte in einem Rahmen, wo Gesetze eingehalten werden, bewegt, haben wir keinen Grund und keinen Anlass auch zum Einschreiten. Also keine konkrete Massnahme in diesem Fall. Etwas anderes, was relativ lang liegen geblieben ist beim Stadtrat, war die Motion Wulschläger, wo es darum gegangen ist, die Verwaltungskosten in der Stadt um 10% zu senken. Es ist über 10 Jahre gegangen, bis sich der Stadtrat dieser Sache angenommen hat. Er hat da die ganze Zeit liegen gelassen. Man hat es jetzt angenommen oder wieder vorgenommen aus der Schublade, wo Wahlen bevorstehen. Ist da Wahlkampftaktik und nachher verschwindet es wieder in dieser Schublade, Peter Neukomm? Nein, so ist es sicher nicht. Erstens bin ich ja nicht schon 10 Jahre im Amt, wie Sie wissen. Ich bin seit 3,5 Jahren im Amt. Und ich habe den Vorstoß gehabt und habe eigentlich schon zusammen mit meiner Stadtratskollegin und meinen Stadtratskollegen anfangs Legislatur gesagt, wir wollen eigentlich die Motion erledigen in dieser Legislatur. Wir haben im Rahmen der systematisierten Leistungsanalyse, wo wir 73 Massnahmen vorgeschlagen haben im Parlament, einerseits und zum Teil auch unserer Kompetenz, wo wir den finanziellen Handlungsspielraum haben wollen verbessern von der Stadt und das auch können, von über 5 Millionen bis 2014. Wir haben das eigentlich in dem Paket mit der systematisierten Leistungsanalyse behandeln. Und wir haben dann gesehen, wo wir die SLA auf den Weg gebracht haben mit diesen zwei Vorlagen, dass es komplex wird, dass wir es trennen müssen. Und darum haben wir die SLA jetzt zuerst laufen lassen und jetzt kommt in zweiter hinten rein, kommt jetzt die Motion Wulschläger, der Bericht da dazu. Und ich kann Ihnen garantieren, der wird noch vor den Wahlen kommen und wir werden dort aufzeigen, wie wir das Gefühl haben, sind die Forderungen zum Teil erfüllt, zum Teil nicht erfüllt und wie wir das auch für die Zukunft sehen. Also es bleibt nicht in der Schublade, auch nicht nach den Wahlen. Okay, neben der Strategie zur Senkung der Kosten verfolgen Sie auch eine Wachstumsstrategie. Jetzt Wachstum ist nicht unbedingt das, was man von einem SPler erwartet. Früher hat es noch geheißen, die SP verfolge Nullwachstum. Wie stehen Sie da dazu? Also das ist natürlich ein Mythos, der nicht ganz stimmt. Die SP hat sich nie grundsätzlich gegen Wachstum gewendet, wenn das Wachstum qualitativ war. Weil qualitativ hochwertiges Wachstum. Qualitatives Wachstum heisst, es geht nicht auf Kosten der Menschen, der Umwelt,
ein Wachstum, das verträglich ist eben mit unseren Ansprüchen, die wir haben, an eine lebenswerte Stadt. Und in dem Sinn haben wir uns als Stadtort auch dazu bekannt, dass wir wollen, dass qualitatives Wasser. Wir müssen auch eins haben aufgrund der demografischen Strukturen. Wir sind überaltert. Da wissen Sie, der zweitälteste Kanton. Wir müssen, unser Ziel ist, junge Familien auf Schaffhausen bringen. Da laufen wir zusammen mit dem Regierungsrat in dem Wohnortmarketing. Und darum, und auch weil wir natürlich unseren finanziellen Handlungsspielraum müssen verbessern, brauchen wir neue Steuersubstrate, das heisst neue Unternehmen, neue Steuerzahler, natürliche Personen. Und wieso brauchen wir es? Wir haben natürlich in den letzten 10 Jahren, die Steuerbelastung massiv gesenkt. Die Steuereinnahmen sind zurückgegangen, auch aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir ohne einen drastischen Leistungsabbau auf der einen Seite und eben auch ohne müssen die Steuern erhöhen auf der anderen Seite mit so einer Entwicklungsstrategie können wieder auf ein Niveau kommen, wo wir auch wieder investitionsfähig sind für die Zukunft. Als Finanzreferent sind Sie auch verantwortlich für die Analyse und geeignete Massnahmen in Bezug auf die makroökonomische Situation. Stichwort Schuldenkrise in Europa. Ist das für Sie ein Thema? Auf alle Fälle ist es ein Thema. Es ist nicht direkt ein Thema. Direkt ist es nur dort ein Thema, wo wir konkrete Einflüsse haben. Konkrete Einflüsse haben wir natürlich bei den juristischen Personen, bei den Steuereinnahmen von juristischen Personen, das heisst Unternehmen, die bei uns leiden aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und die Schuldenkrise, die macht uns natürlich auch Bauchweh, weil ist klar, Konjunktur spielt bei uns vor allem auf der Einnahmeseite einerseits, bei den Steuereinnahmen andererseits, aber natürlich auch auf der Ausgabenseite, speziell bei den Sozialausgaben, wenn es darum geht, dass eben die Arbeitsplätze nicht mehr da sind, eine grosse Rolle. Und welche Massnahmen sehen Sie vor? Wir sehen in dem Sinn keine Massnahmen vor, weil bei der Schuldenkrise in Europa kann nicht der Stadtort von Schaffhausen lösen. Wir hoffen da natürlich vor allem auf die Europäische Union. Wir hoffen auch auf den Bund, der im Rahmen der nationalen Politik gewisse Sachen machen kann, wie es mit der Nationalbank, mit dem Kurshalten und so weiter läuft. Aber wir in der Stadt Schaffhausen, wir können einfach schauen, dass wir gute Rahmenbedingungen haben, dass wir attraktiv sind, einerseits für neue Zuzüger, andererseits auch für neue Firmen. Ganz kurz noch zum Schluss. Eine Stadt, die es sehr gut macht, quasi ein Vorbild für Sie als Stadt. Gibt es da etwas? Ja, also ich denke, die Stadt Winterthur, mit der haben wir auch sehr ein sehr gutes Verhältnis. Ich finde, die hat zwar ein extrem starkes Wachstum, wie wir es nicht anpeilen können, aber sie hat irgendwie den Rang gefunden zwischen Bewältigung vom Wachstum und trotzdem gewissen Charme behalten als Stadt und Attraktivität, Lebensqualität auch. Und ich finde, das ist eigentlich anstrebenswert. Ich hatte Stadtpräsident Thomas Feurer gefragt, ja, wer sein Vorbild sei, und er hat gesagt, der Herr Wohlwend, der Stadtpräsident von Winterthur. Das passt also ziemlich gut zusammen. Peter Neukomm ist das gewesen. Er wollte als Finanzreferent wiedergewählt werden, den Sommer. Sie entscheiden an der Urne. Am 26. August ist es dann soweit. Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen. Guten Abend und bis bald beim Schaffhauser Fernsehen.